ich wieder für euch. So, heute zeige ich euch nochmal, wollte ich euch zeigen, ob sich eine Plane für einen Wohnwagen wirklich lohnt. Ob der dadurch geschützt ist, worauf man achten muss. Die Plane ist hier von Hindermann, hat hier eine sehr gute Qualität. Und hier gehen wir dann einfach mal her. Also man kann auch jetzt schon bei der Plane hier ganz gut erkennen, die hat überall Ösen. Die ist ringsrum im Prinzip verbunden miteinander. Das super, das gut, was ich richtig gut finde. Die hat zwei Reißverschlüsse. Einer ist da, einer ist da. Dann kann man es hochklappen. Hier sitzt die Tür. Da kann man immer gut auch mal zwischendurch mal rein und raus gehen, um zu gucken, ist im Wohnwagen noch alles in Ordnung, wie auch immer. Ich habe die Plane jetzt 2 Monate schon hier im Dauertest. Und bis jetzt ist das richtig gut, aber ich gehe jetzt gleich im Büro hier. Heute ist sehr kalt, fängt jetzt auch an zu rechnen. Und dann erkläre ich euch noch mal ein bisschen was über die Plane und ob sich sowas überhaupt auch lohnt. Ja, bis gleich. So, liebe Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. So, ich wollte noch mal ganz kurz euch erklären, die Frage ist, lohnt sich eine Wohnwagenplane oder lohnt sich keine, beziehungsweise eine Schutzhülle? Da kann ich euch natürlich empfehlen, natürlich lohnt sich eine Schutzhülle, aber ihr müsst ein bisschen drauf aufpassen. Von so ganz günstigen Herstellern, da rate ich so ein kleines bisschen ab, weil die Plane atmet im Prinzip nicht. So, wenn ihr jetzt mal in euer Wohnwagen habt, und ihr habt jetzt eine Plane darüber geworfen, als Beispiel, dann kann Kondenswasser oder wie auch immer nicht abweichen und das macht keinen Sinn. Da muss man leider ein bisschen mehr Geld ausgeben. Ich habe jetzt in meinem Wohnwagen, da habe ich ja die Plane drüber geworfen, die habe ich jetzt ungefähr, ja, die ist jetzt gut, schon 2 Monate, 2,5 Monate ist sie jetzt auf jeden Fall da drauf. Ich bin ja am Testen. Ob das Sinn macht, macht auf jeden Fall Sinn, aber man muss ein kleines bisschen was drauf achten, dass Folgendes ist. So, ich habe jetzt zum Beispiel die Plane drauf. Ich bin vorhin da einfach mal reingegangen aus Spaß. Habe ich natürlich schon etwas gemacht, um das auszuprobieren. Das ist natürlich extrem kalt da drin. Also gefühlt ist das im Wohnwagen, wenn die Plane drauf ist, ich würde jetzt einfach mal sagen, kälter da drin als draußen. So, also ihr müsst dann hingehen, wenn ihr so eine Abdeckplane da drauf macht, dass ihr hingeht, dann ein paar Luftentfeucher da reinpackt. Von mir aus auch gerne 2 statt nur 1. Ne? Macht Sinn, auf jeden Fall. So, weil natürlich eine gute Plane. Ich würde jetzt mal sagen, die ich da drauf habe, das ist schon eine sehr gute Plane. Die ist atmungsaktiv und wasserabweisend und so was alles. So, da habe ich nur eins noch festgestellt, was alle natürlich vergessen. So, wenn ihr euren Wohnwagen habt und ihr habt jetzt die Plane darüber geworfen, auch die guten Planhersteller oder wie auch immer, ja, die Luft kann im Prinzip nicht so richtig, der atmet zwar, aber nicht so richtig. So, ihr müsst aber, die Kälte kommt natürlich auch von unten irgendwo rauf. So, dann müsst ihr natürlich jetzt mal, ich drehe jetzt mal den Wohnwagen hier auf Spaß um. So, jetzt hat euer Wohnwagen hier quasi am Löcher oder wie auch immer. Ja, Leute, die müsst ihr hingehen und müsst ihr natürlich auch irgendwie zumachen. Das kann man nicht so offen machen. Die moderneren Wohnwagen, bei den älteren ist das jetzt halt so, da ist das fast alles so unten zu. Bei den neueren Wohnwagen sind schon mal meistens alle Ecken runde Löcher drin oder wie auch immer, wo man einen Deckel nimmt oder was, den man da drauf steckt, damit der Wohnwagen auch zu ist, dass da auch keine Tiere oder irgendwas Luft vom Boden, Luftfeuchtigkeit nach oben streicht und euch im Wohnwagen zieht und die kann natürlich nicht richtig abdunsten, dann ist das natürlich schlecht. Das wollte ich jetzt nur noch mal sagen und ich habe ein paar Fotos noch gemacht oder wie auch immer, die setze ich gleich einfach mit dem Video mit rein. Und berichte euch dann am besten, hier ist ja noch Winter hier in Nordrhein-Westfalen, hier ist ja im Moment noch kein Schnee. Meine Bekannten, also die aus Bayern kommen, die haben natürlich schon richtig ordentlich Schnee da drauf. Ich warte eigentlich schon so ein bisschen auf den Schnee, um die Plane zu testen. So, wie gut ist die wirklich? Bis jetzt ist sie natürlich richtig, richtig super. Hier Regen schon mitgemacht, Sturm mitgemacht. Regen oder wie auch immer, das mache ich gleich mit in den Fotos rein. Da kann man deutlich sehen, wie schön das Wasser sich richtig schön abperlt. Und ich will ihn deswegen testen, weil ich wissen will, so, ist das jetzt eigentlich nur was für ein Jahr? Kann ich dann die Plane nehmen und wegwerfen, weil die dann wahrscheinlich nicht mehr imprägniert ist oder wie auch immer? Oder hält die Plane auch wirklich mal 3, 4 Jahre, keine Ahnung. Ich werde die jetzt richtig durchtesten.
Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, was ich nicht so toll finde, die Plane, die ich jetzt habe, die hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil, hatte ich vorhin ja schon gesagt, die hat zwei Reißverschlüsse, das heißt, dann kann man das schön nehmen. Zack, kann man das so ein bisschen aufrollen und oben hat die so Haken, dann kann man das schön so offen und dann kommt man schön in die Tür rein und raus oder kommt man nochmal irgendwie an Wasserbehälter oder wie auch immer, das ist super. Hat die Plane von beiden Seiten. Es gibt ja auch Planen, die zum Beispiel nur quasi noch über die Tür eine Öffnung hat. Da kann ich schon jetzt schon mal sagen, da ist auch schon wieder gar nichts. Habe ich auch schon mal ausprobiert, das ist nichts, weil die Plane sich vom Wind, die verschiebt sich hin und her. Auch meine Plane. So, und dann passt natürlich der Eingang gar nicht mehr richtig. Da muss man da zupfen und ziehen und vielleicht wieder lösen oder wie auch immer. Also eine Plane, wo einfach nur ein Türdings drin ist, finde ich selber persönlich nicht so gut. Das ist die Plane, die ich jetzt habe, die ist auf jeden Fall besser. So, und ja, was dazu kommt, wie gesagt, von unten die Löcher müsst ihr zumachen, Luftentfeuchter mit da reinpacken, auf jede Fälle. Und Elektrogeräte natürlich aus dem Wohnwagen nehmen, so wie Fernsehen. Ich hatte das schon in anderen Videos gesagt. Mover-Fernbedienung bitte mit nach Hause nehmen, ne, wo es warm und trocken ist. Also elektrische Geräte oder wie auch immer, so gut es geht, aus das Ding rausholen aus dem Wohnwagen und mit nach Hause nehmen. Das ist natürlich am besten und schützt dann. Ne? So eine Mover-Fernbedienung hatte ich ja schon mal gesagt. Wenn die Feuchtigkeit zieht oder wie auch immer, kann alles passieren. Ist mir selber schon passiert. Dann geht sie kaputt und dann wird das auch teuer. So eine Fernbedienung kann man ganz schnell 350 Euro oder so kosten, da tut dran weh. Nur weil man zu faul war, die dann im Prinzip aus dem Wohnwagen zu nehmen. Okay, so, wie gesagt, ich teste die weiter und sobald ich was weiß oder wenn mir noch was aufgefallen ist, mache ich nochmal ein neues Video und berichte dann auch. Weil mich interessiert hat, wirklich gut, jetzt hat ja nicht jeder jetzt das Geld und sagt, pass auf, Wohnwagen war ja schon teuer, die ganze Anschaffung von so einem Camping, das kostet ja alles richtig Geld und will man natürlich versuchen zu sparen. Was macht man dann? Dann nimmt man seinen Wohnwagen, stellt den irgendwo auf einen Abstellplatz, um sich die Kosten zu sparen in den Halle. Weil wenn man den irgendwo in der Halle reinstellt, dann wissen wir alle, sind die Mieten recht teuer und so ein Abstellplatz ist ja meistens günstiger. So, und kann man ja auch machen, ist keine Plan, dafür sind ja so Planen eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mir überhaupt nicht gefällt, das hat bis jetzt noch gar keine Plane. Das seht ihr auch auf meine Plane. Ich bin jetzt hinten gegangen und habe hinten auf dem Wohnwagen im Prinzip ja dieses Viereck drauf gemacht. Im Prinzip also wie so ein Reflektor, wenn das abends natürlich dunkel ist. Unterhalb habe ich das auch nochmal gehört, auf den Fotos sehen. Und da wird jetzt abends von irgendeinem Auto oder was angestrahlt, damit da keiner vorfährt. Wenn man natürlich jetzt einfach die Plane nimmt, die ist ja sowieso schon so dunkel, dann ist abends draußen dunkel. Das heißt, das Fahrzeug ist ja gar nicht mehr, das sieht man ja eigentlich gar nicht mehr, wenn man jetzt irgendwie mit einem Auto kommt oder wie auch immer. So, und da kann es natürlich passieren, weil die keine Reflektoren haben, dass einer da vorfährt. Deswegen bin ich hingegangen und habe das so ein bisschen abgesehen. Ist ärgerlich, weil ich gehe mal davon aus, dass so Reflektoren eigentlich gar nicht viel Geld kosten. Und da sollten die Hersteller vielleicht einfach mal ein bisschen drüber nachdenken und sagen, boah, pass auf, ja, dann kostet die Plane, was weiß ich, 30 Euro mehr oder 40 Euro mehr, wie auch immer. Aber dafür sind dann überall Reflektoren dran, damit euch keiner vom Wohnwagen fährt. Ne? Ist ja leider heutzutage so. Die Leute kommen, der Wohnwagen steht da, der ist abgedeckt, keiner sieht den. Einer fährt nachts davor, ja, was macht der? Wissen wir doch alle. Die hauen dann ab, ihr steht da, habt einen defekten Wohnwagen. Das ist schwer ärgerlich, ne? Aber muss nicht sein. Okay, da wollte ich noch mal ganz kurz sagen und wie gesagt, ich teste das und dann werde ich euch weiter berichten. Alles klar, danke Leute. So, jetzt muss ich leider noch mal ganz kurz zurückkommen, weil ich wieder was vergessen habe. Ist ja nicht so schlimm. So, ich wollte ja noch mal ganz kurz sagen zu der Plane. Ich will die Plane nicht schlecht machen oder wie auch immer. Ich möchte das nur noch mal, dass der ein oder andere das auch weiß oder warum muss ich dann immer gut überlegen, so sagen, so passt mal auf, kaufe ich billig, kaufe ich günstig oder kaufe ich was Vernünftiges. So, wenn ihr die Plane da drauf macht, habe ich ja gesagt, verschiebt die sich jedes Mal durch den Wind oder wie auch immer, macht meine gute ja eigentlich letztendlich auch. Ist auch gar kein Problem. So, und dann sage ich erstmal das Erste. Bei mir habt ihr ja gesehen,
Oder seht ihr gleich auf die Fotos? Ich binde da so ein paar Fotos noch mit ein. So, hatte ich ja geschrieben, unterhalb hat die überall so Haken. Das heißt, die kommen von der einen Seite und gehen dann auf der anderen Seite wieder rum und dann kann man die Bänder schön einhaken. So, dann ist hier natürlich auch eine ganz kleine Stelle, so die mir nicht so ganz so passt. Ich habe da so Dinge zwischen gemacht, seht ihr auf den Fotos jetzt leider nicht, weil ich vergessen habe, das zu fotografieren. Da bin ich einfach hin, hier von den Gaswasserinstallateuren, da gibt es ja diese komischen grauen, runden Rohre, die meistens so geschlitzt sind. Das ist ja so ein Schaumgummi, und dann habe ich das einfach mit in den Bänder mit reingemacht, damit die Bänder euch durch den Wind nicht unterhalb den Wohnwagen verkratzen. Das, ne, durch die Windbewegung könnte es sein, dass sich da mal irgendwie durch die ständige Bewegung, das hat da verkratzt und das muss ja nicht sein, da kann man sich ja so billige Schaumstoff-Dinger holen und dann einfach nur so ein bisschen mit abschätzen. So, und dann wollte ich noch was sagen, bei günstigem Plan, das hatte ich gerade vergessen, deswegen bin ich nochmal zurückgekommen. So, bei günstigem Plan, die sind vom Material her härter, das weiß ich, habe schon ausprobiert. So, und da passiert das natürlich, habe ich ja gesagt, die Planen, die atmen, deswegen sieht man auch auf meine, nicht die atmen, ist der falsche Ausdruck, sondern die bewegen sich durch den Wind und Luftzufuhr, die kommen von unten, die Plane verschiebt sich immer hin und her. Und was passiert? So, bei einer günstigen Plane, die ist härter vom Material. So, und da passiert natürlich eure Wohnwagenfenster. Die sind so ein kleines bisschen, ja, weil das ist ja Kunststoff, sage ich jetzt einfach mal. Das sind ja alles Kunststofffenster. Und da könnte es sein, bei günstigem Plan, dass euch im wahrsten Sinne des Wortes die Scheiben verkratzen. Ja? Da, wenn jetzt einer nicht so viel Geld hat und sagt, pass auf, ich habe jetzt nicht so viel Kohle, ich nehme jetzt so einen Billigplan oder wie auch immer, gebe ich euch nur den kleinen Tipp, dann nehmt her hier diese Frischhaltefolien oder wie auch immer, klebt die vorher auf die Fenster drauf. Und dann schmeißt ihr erst die Plane drüber. Wenn der Wind kommt und kratzt euch dann im Prinzip, dann kann die Scheiben können euch da nicht zerkratzen. Ne? Das war nochmal mir so ganz wichtig dazu sagen. Nicht jeder hat ja Geld, mal eine Plane zu kaufen, die da irgendwie 400 Euro oder so kostet. Ne? Das hat ja nicht so jeder. Ne? Ein bisschen aufpassen dann wegen der Dunkelheit, habe ich gesagt, macht euch da irgendwas selber. Gibt ja zurzeit leider nichts, dass da so ein bisschen so ein paar Reflektoren dran sind oder wie auch immer. Macht es auf jeden Fall Sinn. So, das hatte ich nur vergessen zu sagen, dass das verkratzt. Und bei den guten Planen, so wie ich sie jetzt drauf habe, die von Hindemann gibt es natürlich für ein Dach. Ich habe das jetzt nicht da drauf, weil ich wollte halt nämlich extra so testen. Das ist nicht, weil ich sparen wollte. Ich will die Plane testen. Wie gut ist die wirklich? So, bei dem Dach sage ich jetzt einfach mal, ne, von meinem Hersteller die Plane, da gibt es jetzt, sag ich jetzt mal so unter Gestelle, die auf das Dach drauf kommen. Da ist dann im Prinzip, ne, zack, wie im Dach, dann geht das schön runter und dann kann das Wasser natürlich auch schön abfließen. Ich habe das aber jetzt bewusst nicht gekauft, weil ich würde die Plane gerne testen, wie ist die wirklich. So, dann kann man die nämlich auch für andere Sachen einsetzen. Okay, das wollte ich jetzt nur noch mal ganz schnell sagen und jetzt bin ich verschwunden. Danke euch, ciao.